Okay. Also, Susan kann uns jetzt hoffentlich hören. Die anderen Panel-Teilnehmer werden uns jetzt gerade zugeschaltet. Vielen, vielen Dank, Susan, für diesen schnellen, kurzen Ritt durch die letzten Jahrzehnte Protest- und Revolutionsgeschichte. Das erspart mir tatsächlich auch einiges, was ich jetzt kurz hier zur Eröffnung eigentlich hätte sagen wollen. Und ich glaube, andererseits zeigt es natürlich auch, in was für einer Situation wir uns befinden, wenn wir über so etwas wie globale Revolution oder Revolutionen heute sprechen. Das ist nämlich einerseits, das haben wir jetzt an all den Dingen, die du kurz angerissen hast, schon gesehen, wahnsinnig kompliziert ist. Also über fast jedes dieser Ereignisse könnte man wahrscheinlich ein eigenes Wochenende sprechen. Und dass es aber trotzdem in all dem etwas gibt, was auch einfach ist. Und dass es auch lohnt und dass auch wichtig ist, diese Einfachheit und auch die Gemeinsamkeit, die darin zumindest möglich ist, trotz tausender Kilometer Entfernung, trotz unterschiedlicher Protestkulturen, unterschiedlicher Situationen, in denen auch gekämpft und revoltiert wird, dass es also etwas darin gibt, was zumindest potenziell zusammengehört in all seiner Heterogenität. Also Revolutions Today, Revolutionen heute. Wir sprechen, und das haben, glaube ich, nicht nur Susans Worte, sondern auch die vielen Bilder gezeigt. Wir sprechen heute wieder über die Revolution und über Revolutionen. Nicht nur, weil die Weltlage katastrophal und schlecht ist. Auch darüber haben wir in den letzten Tagen viel gehört. Diese Welt ist nicht nur eine Welt der Grenzen, der ökologischen Verwüstung, der Armut, des Patriarchats, der Ausbeutung, des Rassismus und der Gewalt. Wir leben zumindest auch in einer Welt und auch in Zeiten der Unruhe, des Aufruhrs, der sozialen Bewegungen, der Gegenmacht, einer Welt der explodierenden Verzweiflung, aber auch der Welt einer sozialen Fantasie. Eine Fantasie, die andere Beziehungen, andere Subjektivitäten und auch irgendwie ein anderes gemeinsames und auch ein planetarisches Bewusstsein nicht nur denkbar macht, sondern es zumindest probiert, es teilweise lebt, im Kleinen, im Großen und auch auf der Straße. Und in all dem gibt es auch immer wieder ein sich wiedererkennen, ein sich inspirieren und auch ein sich antreiben und sich Mut machen. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass man deswegen jetzt einen optimistischen Blick auf das Thema, was wir heute haben, nämlich auch die Weltgeschichte haben zu müssen. Um es ganz konkret zu sagen, und damit sind wir jetzt auch bei unserem Forum und wo es jetzt vor allen Dingen darum gehen soll, der Wunsch nach einem politischen und sozialen Umsturz der Verhältnisse, der Weltverhältnisse, ist ein bedeutsamer Teil der Geschichte und vor allen Dingen auch der Geschichte der letzten 10 Jahre. Das wollen wir heute beispielhaft noch mal rekapitulieren und diskutieren mit einem Blick nach Chile und nach Syrien. Und Susan hat es uns ja auch schon kurz in aller Kürze und Schnelle angedeutet. Das Volk will den Sturz des Regimes. Dieser Ruf hallt seit 10 Jahren mit einer neuen Kraft um die Welt. Und er verstummt nicht. Er ist in all seiner Einfachheit und Unbestimmtheit etwas, in dem sich die Menschen weltweit wiedererkennen. Und für den die Menschen auch immer wieder auf ihre eigene Art auf die Straße gehen. Auch in Syrien war das so. Doch 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg, der mit dem Aufstand im Jahr 2011 begann, blickt die Welt auch zurück auf 500.000 Tote, auf einen Bürgerkrieg, auf Millionen Vertriebene, auf einen geopolitischen Stellvertreterkrieg und auf die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft. Die syrische Frage nach Demokratie und Emanzipation hat sich aber darin auch globalisiert. Auch das gehört zu dieser traurigen Geschichte dazu, und zwar im buchstäblichen Sinne. Nicht nur im Jahr 2015 und im Europa sogenannten Sommer der Migration sind auch die Forderungen nach Demokratie und Emanzipation dann eben über die syrischen Grenzen hinaus auch nach Europa gekommen, wurden hier erhoben und haben auch diesen Kontinent verändert und seine Spuren hinterlassen. Darüber sprechen wir heute mit Said Al-Battah. Hallo, herzlich willkommen, Said. Hallo. Said ist Filmemacher, mittlerweile aus Leipzig und Berlin.
Er ist allerdings als 20-Jähriger von Damaskus in die von Rebellen befreite Stadt Duma gegangen und hat dort mit einem Freund an der Seite der Rebellen mit der Kamera das Geschehen dokumentiert. Daraus ist der Film Still Recording entstanden, in dem über 500 Stunden Filmmaterial aus 4 Jahren Still Recording quasi ausgewählt und geschnitten worden. Und der Film hat zahlreiche Filmpreise gewonnen und ist auch hier im Rahmen unseres Konferenzprogramms anschaubar. Also nochmal herzlich willkommen, Said, toll, dass du heute bei uns bist. Das war das Jahr 2011, aber auch das Jahr 2019 und gewissermaßen die Monate vor der Pandemie haben dokumentiert, dass die Welt und die Geschichte heute umkämpft und vielleicht umkämpfter sind, als sie es lange Zeit waren in der jüngsten Geschichte. Aufstände in Ecuador, in Algerien, in Hongkong, im Libanon, im Irak, im Iran, in Frankreich, auf Haiti, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie wurden und werden begleitet von neuen zivilgesellschaftlichen und auch radikalen sozialen Bewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future und der weltweiten feministischen Revolte. In Chile, der Geburtsstätte des Neoliberalismus, wie man gerne sagt, stand während der Revolte Ende 2019 an einer Bank, also dort, wo normalerweise die sitzen, die die Schulden eintreiben, die großartige Parole, sie schulden uns ein Leben. Vielleicht sogar eine tolle Parole für die planetarische Revolution, wir können darüber reden. Aus einem Aufstand jedenfalls von Schülerinnen gegen eine Fahrpreiserhebung von 30 Cent wurde eine Revolte gegen den Neoliberalismus, die bis heute andauert und die quasi zeitgleich zu ihrer globalen Resonanz eroberte auch das feministische Kollektiv Las Tesis mit ihrer Performance Un Violador en Tu Camino die Welt und symbolisierte ebenso den Geist des chilenischen Aufstandes, wie es auch die Fahne der Mapuche tat, die überall auf den besetzten Plätzen des Landes wehte. Also ein Aufstand, der über alle Grenzen ging, und zwar nicht nur über die äußeren Grenzen, sondern auch die inneren Grenzen des Landes. Ob es dabei bleibt und auch was aus der neuen Verfassung wird, die ansteht, darüber sprechen wir mit Pirina Ferretti. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Pirina ist chilenische Soziologin, die sich schwerpunktmäßig mit der Produktion von Subjektivität im Neoliberalismus beschäftigt. Sie ist Mitglied der Stiftung Nodo 21, die ein Forum für antineoliberal, feministische und demokratische Linke ist. Herzlich willkommen. Es ist unmöglich, dass jetzt hier alles, was aufgerissen ist, das haben wir gerade bei Susan schon gesehen, in einer Stunde zu diskutieren. Wir versuchen es trotzdem. Wir haben uns auf 2 Fragen verständigt. Die erste Frage oder der erste Komplex, über den wir reden wollen, ist die Frage, wie setzen oder setzen sich die neuen Bewegungen, Kämpfe, Aufstände zusammen? Und wie fordern sie auch traditionelle linke Weltbilder heraus? Und wie sind sie auf ihre Art auch global oder translokal? Und die zweite Frage, über die wir natürlich reden müssen heute, nicht nur, aber auch weil Said bei uns ist, ist die Frage der Reaktion auf die Aufstände und Revolten. Die massive politische Gewalt, die massive staatliche Gewalt, die Aufstände entgegenschlägt, die auch die letzten 10 Jahre geprägt haben und in denen Regime auch zunehmend mehr zu Regimen der Aufstandsbekämpfung geworden sind. Und auch in Chile spricht Pirina von einem State Terrorism gegen die Menschen. Said und Pirina, the stage is yours. Said beginnt und danach direkt Pirina. Dann hat Susan das Wort für eine kleine Redaktion und dann werden wir das Publikum mit einbeziehen. Und Julian Töwe ist euch jetzt noch kurz zugeschaltet, der euch noch was zu dem technischen Ablauf sagt. Und dann beginnt Zeit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Julian? Ja. Herzlich willkommen vom Backstage von meiner Kollegin Chrissy und mir. Mein Name ist Julian Töwe und ich mache die Co-Moderation in diesem Forum. Weil immer wieder die Fragen zur Übersetzungsfunktion aufkommen,
Ihr findet unten auf der Zoom-Leiste die Funktion Dolmetschen. Dort könnt ihr die Sprache einstellen. Wenn ihr diesen Button dort nicht seht, dann ladet euch bitte die Zoom-App runter oder nutzt die YouTube- und YouTube-Streams auf Deutsch und Englisch. Da das ja auch ein Forum mit Publikumsbeteiligung ist, würden wir euch bitten, die Fragen bitte ausschließlich über die F&A-Funktion zu stellen und auch zu schreiben, an wen der Podiumsteilnehmerinnen sich diese Frage richtet. Ich werde im Laufe dieses Forums dann auf ausgewählte Fragen zurückkommen und diese an die Teilnehmerinnen richten. Vielen Dank schon mal für eure Beteiligung und ich freue mich auf eine spannende und produktive Diskussion. Hello everyone. Ja, hallo allerseits. Ich möchte gerne beginnen. Zunächst einmal möchte ich mich bei Thomas und seinem Team bedanken für die hervorragende Leistung und dafür, dass sie sich stark machen auch und uns unterstützen, auch mit Blick auf technische Schwierigkeiten, Internetverbindungen und dass sie es uns ermöglicht haben, das überhaupt hier tun zu können über das Internet. Dann möchte ich auch gerne sagen, dass es durchaus stimmt, dass ich hier als Regisseur auch auftrete und auch als Teilnehmer der syrischen Revolution seit 2011. Das war ja der Moment, wo die Revolution wirklich gestartet ist. Und ich bin auch Augenzeuge all dessen geworden. Und deswegen bin ich hier, um eben auch einige Gedanken beizutragen. Ich würde gerne sagen, dass die Revolution ein Prozess ist, der jedem offen steht. Und jeder kann da mitmachen. Und deswegen ist es auch so, dass ein einfacher Arbeiter in Syrien sich 2011 der Revolution anschließen konnte und so dann auch zu einem Anführer der Revolution, der bewaffneten Revolution nach 10 Jahren werden konnte. Und damit öffnet sich auch die Tür für die große Frage, wie die Welt die Revolution sieht und wie die Revolution sich selbst sieht. Von außen betrachtet muss man sagen, dass auch die Unfähigkeit von anderen hier eine Rolle gespielt hat. Derjenigen, die überhaupt nicht betroffen waren von dem, was sich vor Ort zugetragen hat in Syrien oder auch woanders, wo es zu Revolutionen gekommen ist. Warum haben Menschen Schwierigkeiten? Warum lehnen sie sich dagegen auf? Warum setzen sie sich ein für die Freiheit, für den Wandel, für den radikalen Wandel dessen, was sie in ihrem Leben vorfinden? Und eine der Hauptantworten darauf ist wohl, dass die Menschen es so zu verstehen scheinen, dass Leben nicht immer gleich Leben ist und manches Leben ist schlechter als der Tod. Und das scheint auch der Grund zu sein, was Menschen bewegt. Sie sind auf der Suche nach einer besseren Zukunft und deswegen wehren sie sich gegen den Tod. Sie suchen ein neues Leben. Kurzer Hinweis der Dolmetscherin. Der Ton ist nicht unbedingt geeignet zum Simultandolmetschen. Wir tun, was wir können. Wir kommen direkt zur Frage, die immer wieder gestellt wird. Was können wir tun, wenn eine Revolution niedergeschlagen wurde? Dann muss man auch genau anschauen, wer wovon spricht. Nach 10 Jahren in Syrien ist es jetzt relativ üblich geworden, zu sagen, die Revolution hat eine Niederlage erlitten. Aber wer sagt das und wer stellt diese Frage? Das ist entscheidend, um all das zu verstehen. Und um es zu verstehen, möchte ich gerne zurückschauen auf 2011, als auch der Begriff arabischer Frühling geprägt wurde. Da möchte ich alle daran erinnern, dass der arabische Frühling und nicht die Revolution in Tunis oder in Ägypten definiert hat. Das kam direkt aus Europa. Und das war nicht ganz so unschuldig, bin ich der Meinung. Ich denke, dabei ging es auch darum, die Beziehung zu unterbrechen zwischen diesem arabischen Frühling in Anführungszeichen und den Bewegungen, die überall anderswo in der Welt in 2011 sich ergeben haben. Occupy Wall Street in America, in den USA, große Demonstrationen in Griechenland, in Spanien.
und Versuche mit Blick auf Revolutionen auch im Iran. Und dieses Konzept des arabischen Frühlings hat sich auch bemüht, das Ganze abzuschneiden von diesen anderen Entwicklungen. Und ich frage mich, warum, wer davon einen Vorteil hatte. Und wenn man sich anschaut, was im Irak passiert ist und wiefern das zusammenhängt mit dem arabischen Frühling, hat das was zu tun mit der Grünen Revolution oder Syrien, Libanon, hängt das nicht zusammen mit dem, was sich in der Ukraine zugetragen hat seit der Orangen Revolution? Auf Arabisch ist es ganz klar, es ist ganz anders. Es ist das Gegenteil von Niederlage. Auf Arabisch bedeutet das Widerstand und nicht Sieg. Das heißt, solange Widerstand da ist, ist auch keine Niederlage erfolgt. Und es ist den Menschen in den Straßen überlassen, letztlich zu entscheiden, ob sie den Widerstand fortführen können oder nicht. Es ist nicht die Frage, die von anderen zu beantworten ist, ob die Revolution fortgeführt wird oder nicht. Und was allgemein auch Angst zu machen scheint, wenn man mal einen Schritt zurücknimmt und die Demonstrationen beispielsweise betrachtet. Hammam zum Beispiel in Syrien, wo die Menschen zusammenkommen könnten, einer der wenigen Orte, oder Tunis, Chile, wenn wir uns das anschauen, aber einen Schritt zurücktreten. Auch bei den großen Demonstrationen in Hongkong stellt man fest, dass sie doch alle gleich aussehen. Und das macht dem aktuellen Regimes weltweit Angst. Ich glaube, die Welt hat auch vergessen, dass Gerechtigkeit letztlich kein Prozess ist. Es ist ein Gefühl, bevor es ein Prozess wird. Und ein Gefühl der Gerechtigkeit zu erleben, es spielt auch eine Schlüsselrolle im Zusammenhang mit Revolutionen. Auch in Prozessen und Studien wird das nicht berücksichtigt, dass solange dieses Gefühl nicht befriedigt wurde, wir nicht weitermachen können, wir nicht nach vorne gehen können. Eine Revolution hat nur dann eine Niederlage erfahren, wenn das vergessen wurde. Es geht ja darum, geht nicht nur zum Überleben, sondern es geht wirklich auch darum zu leben. Es gibt nochmal der Hinweis der Dolmetscherin, die Tonqualität ist leider nicht ausreichend für zuverlässiges Simultandolmetschen. Nur zu überleben reicht nicht aus. Und es gibt auch enorme Schwierigkeiten seitens Europa zu akzeptieren, was in der Welt geschieht. Die Anführer dieser Bewegung, dieser globalen Revolution, sind nicht mehr zentralisiert in Europa beispielsweise. Der Revolutionär von heute ist der Kunde und auch der Mensch selbst ist zum Produkt geworden. Bin ich klar zu hören? Es gibt ein paar Verbindungsprobleme. Der Ton ist nicht besonders gut, bestätigen die Dolmetscher. Also nochmals. Diese Bewegungen, die sich jetzt herausbilden weltweit, vor Ort wissen die Leute, wie stark die miteinander verbunden sind. Bei jeder Demonstration, erinnere ich mich, in Syrien nahm man immer Bezug auf andere Demonstrationen, wo immer die stattfanden. Wir haben Flaggen geschwenkt in Sachen Wall Street 2007, dann für die Bewegung im Sudan 2013. Diese Bilder schienen uns immer vertraut, rückblickend. Und Europa
hat so sehr mit der Tatsache zu kämpfen, dass sie nicht im Zentrum von all dem steht. Und für diese Generation war ein Schlüsselelement nicht so wichtig. Früher, in den 70ern und vor allem in den Bewegungen, die sich in Deutschland anderswo in Europa herausbilden, war die Theorie immer so wichtig. Aber in diesem neuen Zeitalter gibt es keine signifikante Unterstützung, wenn man nur eine Theorie vertritt. Die radikale Linke ist verschwunden, die neue Linke ist nicht so engagiert und unterstützt nicht so stark. Radikale islamische Bewegungen, IS beispielsweise, signifikanter Punkt in Syrien waren da die Chemiewaffenangriffe, August 2013. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag, als die amerikanische Armee zurückkam, als sie den Deal hatten, ihre Chemiewaffen mitzunehmen, dann ist es aber okay, wenn sie es mit anderen Waffen umbringen. Die einzigen, die da vor Ort von Anfang an gesagt hatten, dass wir alleine dastehen und dass uns keiner hilft und dass wir diesen Kampf selber führen müssen und uns auf keinen verlassen sollten weltweit, das war der IS. Und deswegen wurde da auch viel verloren, beziehungsweise haben die viel Unterstützung gewonnen. Man hat Syrien im Stich gelassen und das ist auch heute noch der Fall. Die radikale Linke versperrt sich der signifikanten Tatsache, dass das jetzt und heute passiert. Nichts, was vor Jahren war, nichts in der Vergangenheit. Jetzt, radikale Linke, wacht auf. Und wo sind die Linken in Syrien, die es noch gibt? Unterstützen wir sie mit dem, was sie brauchen, nicht mit dem, was wir denken, was sie brauchen? Wir brauchen nicht so viele Konferenzen, wir brauchen nicht so viel Nahrung, ehrlich gesagt. Die Menschen in Syrien brauchen auf militärischer Ebene Unterstützung, die brauchen Unterstützung auf medizinischer Ebene. Und mit all dem möchte ich sagen, die Theorie wird dann wieder wichtig, wenn das Leben in einer solchen Theorie einem eine Art Schirm bildet und der Schirm einem das Material bietet. Aber letztlich ist Revolution nicht nur Gedanken, es sind Aktion und Handeln vor Ort. Und ohne die Linke, die da engagiert ist, solidarisch, sich mit dem erklärt, was die Menschen dort brauchen und da eingreift, dann gibt es eine Lücke und diese Lücke wird dann immer mit, ich nenne das, verschmutztem Geld gefüllt. Wir sind ein Stellvertreterkrieg geworden, denn die Menschen vor Ort im letzten Moment, wenn man seine Familie, sein Haus verteidigen möchte, dagegen brutal umgebracht zu werden, da fragt man nicht mehr, wer gibt mir jetzt die Möglichkeit, mich zu verteidigen. Und da kamen dann irgendwann nur noch die radikalen Islamisten, die einem noch etwas gaben, um sein Leben zu verteidigen. Also insofern zurück mit den großen Reden über Menschenrechte und Freiheit. Letztlich, was die syrische Revolution mir persönlich gezeigt hat und vielleicht auch anderen arabischen Situationen, ich habe es persönlich erlebt, Europa hat letztlich nur über sich selbst geredet. Über die Freiheit der europäischen Bürger, über die Menschenrechte der europäischen Bürger. Und letztlich war es ihnen egal, was weltweit passiert, wenn es hart auf hart kommt. Und die Pandemie hat uns wieder gezeigt, wie es mit den Grenzen aussieht. Wie korrupt ist denn das medizinische System beispielsweise? Jetzt steht man in einem Wettbewerb um die richtigen Impfstoffe, um die Medizin. Und da geht es wieder um Gewinne und nicht unbedingt um Heilung. Also entweder erheben wir uns und kämpfen für ein besseres Gesundheitssystem weltweit, denn wenn man sich da wieder nur aufs Gesundheitssystem im eigenen Land konzentriert, löst man kein Problem. Wenn der Virus auch ganz am anderen Ende der Welt aufkommt, irgendwann kommt er. Das heißt, es muss um das weltweite Gesundheitssystem gehen. Und das ist nur ein großer Teil in der gesamten großen Bewegung weltweit. Weiter ausführen möchte ich das jetzt gar nicht. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Aber Kolonialismus in Arabisch ist nicht das richtige Wort. Rekonstruktion, so wurde es vor über 200 Jahren mal übersetzt.
Und als die Franzosen kamen, gesagt haben, wir bauen für euch, wir wollen euren Lebensstandard heben. Und dann sind wir wieder weg. Deswegen wurde Rekonstruktion als Begriff dafür verwendet. Und das war sozusagen getarnter Kolonialismus. Und ich frage mich, wenn das so weitergeht und wenn es so weitergeht, ob dann nicht mehr und mehr Menschen sich von Europa abwenden werden. Auch der Diskurs darüber läuft dann nicht mehr unbedingt auf Englisch, sondern auch in Arabisch, in Chinesisch, in Spanisch. Wir glauben nämlich nicht mehr daran, dass wir gehört werden in dieser reichen Welt, die doch alles anzuführen vermeint. Und eine Geste der Demut aus Europa wäre da gefragt, zu sagen, wir sind hier nicht die führende Kraft, wir stehen euch bei, wir wollen was für euch tun und euch beistehen. Sonst wird diese Lücke immer, immer größer und Europa findet sich dann irgendwann hinten. Das meine ich ganz allgemein. Und auch zurück zum Thema Resilienz. Solange diese Resilienz weitergeht, gibt es keine Niederlage. Und es ist nicht Sache der Studien oder sonst von jemandem, der beschließt, wann ich den Widerstand aufzugeben habe. Auch Exil ist eine Art von Widerstand. Wir haben das Exil gewählt. Bashar öffnet immer die Türen für jeden, der wiederkommt, wenn man ihm schriftlich gibt, dass man ihn akzeptiert. Aber das hat keiner gemacht. Die Chance hat keiner ergriffen. Denn das ist ein Akt des Widerstandes, der immer noch im Kern der Bewegung ist. Der Sieg mag in der Zukunft liegen gegen Assad, aber diese Rekonstruktion der neuen Welt, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, meine 15 Minuten habe ich jetzt gut aufgebraucht. Ich könnte noch weiterreden, aber ich höre an der Stelle mal auf. Vielen Dank, Said, und damit direkt an Pierina. Okay. Sie. Hört man mich? Wunderbar. Vielen Dank. Es gab ein Echo. Ich möchte mich bei Medico International ganz herzlich für diese Einladung bedanken. Danke an Susan und an Said und an Mario, die anderen Podiumsdiskussionsteilnehmer. Ich möchte einige Punkte zur Aufruhr in Chile ansprechen. Ich denke, es gibt einige Elemente, die mit dem übereinstimmen, was Susan gesagt hat und was Said gerade gesagt hat. Und auf dieser Grundlage können wir dann vielleicht in eine Diskussion über diese Aufruhren anstoßen, die in unterschiedlichen Ecken und Enden der Welt entstehen und die noch nicht gelöst sind. Wir wissen nicht, wie der Prozess enden wird, denn wir sind noch mittendrin. Im Oktober 2019 kam es zu einer sehr starken sozialen Bewegung in Chile, wie Sie wissen. Und diese existiert immer noch. Und wir befinden uns ja in einem Verfassungsänderungsprozess. Und deswegen müssen wir die Zukunft unseres Landes mittel- und langfristig neu bestimmen und gestalten. Dieser Aufstand ist bei uns in Chile losgetreten worden, obwohl wir ja eigentlich ein neoliberalistisches Land sind, das sich in diese Richtung seit den 70er Jahren entwickelt hat, also seit der Diktatur Augusto Pinochets. Also die moderne Geschichte Chiles dauert bereits circa 50 Jahre an. Und unsere Gesellschaft, unsere Kultur und auch die Politik unseres Landes hat sich unglaublich gewandelt in dieser Zeit. Wenn man sich Fotos oder auch Dokumentarfilme zum Beispiel aus den Jahren Salvador Allende's anschaut, dann sieht man, dass es damals Arbeiter gab und auch Organisationen, die ganz anders waren als die Menschen,
die im Oktober 2019 auf die Straßen gegangen sind. Das heißt, dieser neoliberale Wandel war wirklich tiefgreifend, denn er dauert ja auch bereits 50 Jahre an. Und es ist ein sehr stark ausgeprägter Neoliberalismus. Und in unserer Gesellschaft geht es jetzt wirklich nur noch um Ware. Alles ist Ware. Wasser, Gesundheit, Pensionen. Und das eben seit 50 Jahren. Und wir sehen jetzt die Folgen dessen. Und das sind wirklich schreckliche Folgen für einen Großteil der Bevölkerung. Es gibt immer mehr Ältere, die zum Beispiel nicht genügend Rente bekommen, die davon nicht leben können. Und unsere Unternehmen scheffeln währenddessen große Gewinne. Das gilt zum Beispiel auch für das Gesundheitssystem. Da sind wir ganz ähnlich aufgestellt wie die USA. Wenn jemand zum Beispiel schwer krank wird, dann kann sich die Familie meistens überhaupt nicht leisten, dieses Familienmitglied zum Beispiel ins Krankenhaus zu schicken. Das Gleiche gilt für die Studierenden. Die müssen sich häufig verschulden, und zwar auf 30 bis 40 Jahre, um studieren zu können. Und es gibt viele junge Berufstätige, die haben zwei oder drei Jobs. Tagsüber arbeiten sie zum Beispiel als Lehrer, abends oder nachts arbeiten sie dann als Uber-Fahrer. Und das hat natürlich zu sehr viel Ungewissheit geführt, zu einer ständigen Ungewissheit. Und das hat wiederum zur Bewegung 2019 im Oktober geführt. Denn die Lebensbedingungen, die uns der Neoliberalismus aufoktroyiert hat, sind nicht mehr auszuhalten. Nur 20% der Arbeiter in Chile gehören einer Gewerkschaft an. Das heißt, 80% aller Arbeiter werden nicht von einer traditionellen Gewerkschaft vertreten. Aber trotzdem wurde dieser Bewegung nicht von der Regierung oder von der linken Bewegung angestoßen, sondern das war wirklich eine ganz spontane Bewegung. Und in den ersten Tagen waren alle wirklich in Schockstarre, vor allem die Institutionen, darüber, dass diese Mobilisierung so spontan und so massiv stattgefunden hat. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Denn auf der einen Seite zeigt er, was für eine Kraft die Menschen entfalten können, indem sie auf die Straße gehen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass das eine völlig desorganisierte Mobilisierung war. Das kam praktisch aus dem Nichts. Seit den 90er Jahren, aber vor allem auch seit den 2000er Jahren, gab es natürlich schon eine Gegenbewegung zum Neoliberalismus, der sich immer mehr entwickelt hat. Aber in den 90er und 2000er Jahren gab es eben diese kleinen Bewegungen, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass zum Beispiel Territorien verstaatlicht wurden. Und auch die Studierenden sind auf die Straße gegangen und haben für das Recht auf Bildung demonstriert. Das Gleiche gilt auch für Arbeiter, die auf die Straße gegangen sind. Das heißt, die Bewegung von 2019 war eine Bewegung, die ganz viele andere, kleinere Bewegungen zusammengefasst hat. Zum Beispiel auch sozioökologische Bewegungen oder auch eine sehr, sehr ausgeprägte feministische Bewegung. Im Oktober 2019 sehen wir, dass dieser soziale Kampf plötzlich alle mitnimmt, also nicht nur Studenten, nicht nur Frauen, sondern die Mehrheit der Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft ist auf die Straße gegangen. Die Gesellschaft hat festgestellt, dass die Folgen des Neoliberalismus für sie nicht mehr auszuhalten ist und dass wir unter der Fuchtel der Unternehmen stehen, die nur auf ihre eigenen Gewinne schauen. Das heißt, wir
sind zum Beispiel, wenn wir krank werden, ein Geschäft für ein Krankenhaus. Und wenn wir in Rente gehen, dann sind wir auch ein Geschäft für den Pensionsfonds. Und das hat zu vielen negativen Gefühlen geführt. Und das hat dann zu dieser Explosion geführt. Und ich denke, darin liegt aber auch wirklich eine große Kraft und andererseits auch ein Problem. Denn im Moment gibt es niemanden, der politisch diese negativen Gefühle vertreten würde. Also die traditionelle Linke oder die neue Linke hat sehr viele Fehler begangen. Sie hat versucht, diese soziale Kraft zu bündeln. Aber ich denke, es muss sich eine neue Arbeiterschicht entwickeln, die sich dann organisieren muss. Das hat sie aber noch nicht getan. Sie muss es aber tun, um ihre Interessen zu vertreten. Das sind ja eigentlich auch die Interessen des Großteils der Gesellschaft. Vom 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich Gewerkschaften entwickelt und auch politische Parteien, die die Interessen der Arbeiter verteidigt haben. Und der Gipfel war dann praktisch die Regierung von Salvador Allende. Aber seitdem hatten sich sehr viele Dinge geändert und nun hat sich aber eine neue Arbeiterklasse gebildet, die sich organisieren muss. Und das ist alles noch im Fluss sozusagen. Diese Bewegung muss noch reifen. Sie muss sich sammeln, sie muss sich organisieren. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess. Und ich möchte auf ein Element zu sprechen kommen, das ich die feministische Mobilisierung nennen. Vor circa 5 Jahren haben wir in Chile, aber auch in Argentinien und in Brasilien und in anderen Ländern Lateinamerikas gesehen und auch in anderen Ländern, dass die feministische Bewegung die Gesellschaft mobilisieren kann. Es geht dabei um die Gewalt gegen die Frauen, über Frauenmorde. Und ab dem Jahr 2016 war diese Bewegung stärker denn je in Chile. Vor der sozialen Revolte in Chile gab es bereits eine sehr große Demonstration am 8. März am Internationalen am Weltfrauentag, und zwar am 8. März. An dem Tag sind die Frauen auf die Plätze in Santiago und auch in allen anderen Städten Chiles geströmt. Und am 8. März 2020, bevor die Pandemie uns gezwungen hat, unseren Häusern einzuschließen, gab es 2 Millionen Frauen auf den Straßen Santiagos. Und wir haben insgesamt nur 6 Millionen Einwohner. Also praktisch alle Frauen Santiagos waren auf der Straße an dem Tag. Auf den Straßen und auf den Plätzen Chiles. Und wir fragen uns, was diese feministische Bewegung in der Gesellschaft für Auswirkungen hat. Und ich denke wirklich, dass der Aufstand im Oktober 2019 eigentlich vorbereitet worden war von dieser feministischen Bewegung. Wir haben uns aufgelehnt gegen die Machtstrukturen, gegen die Ungerechtigkeit. Und dadurch ist eine Intoleranz insgesamt für soziale Ungerechtigkeit entstanden. Das war sozusagen eine Rebellion, die sich immer mehr ausgeweitet hat. Und die praktisch dann auf die ganze Gesellschaft übergeschwappt ist und dazu geführt hat, dass die gesamte Gesellschaft bereit war, jetzt auf die Straße zu gehen, sich aufzulehnen. Und wir haben es geschafft, vom privaten Leid, zum Beispiel durch häusliche Gewalt, überzugehen, dazu uns in politische Subjekte zu entwickeln, also nicht mehr
sexuelle Objekte oder Objekte der Gewalt, sondern politische Subjekte, die sich für ihre Rechte einsetzen, die protestieren, erst auf individueller Ebene, aber dann eben auch auf sozialer Ebene, um zu zeigen, dass die Probleme, die wir bei uns zu Hause erleiden, keine individuellen Probleme sind, sondern strukturelle Probleme, die die Gesellschaft zu lösen hat. Und ich denke, das ist dann wirklich auf die ganze Gesellschaft übergegangen, diese Rebellion. Und das haben wir dann auch ab Oktober 2019 bis heute gesehen. Das chilenische Volk ist nicht mehr bereit, die Ungerechtigkeit hinzunehmen. Und das sehen wir auch, wenn zum Beispiel die Polizei übergriffig wird oder gar Mitbürger tötet, dann gibt es sofort eine Reaktion durch die gesamte Gesellschaft. Und ich denke, dass diese Rebellion im Oktober losgetreten wurde. Vor anderthalb Jahren haben die Mächtigen nach außen hin immer noch sagen können, unser Volk ist zufrieden, es geht uns gut, das Konsumverhalten entwickelt sich positiv, das Volk ist mit allem einverstanden. Aber jetzt haben wir gezeigt, dass das nicht stimmt. Das Volk ist nicht mehr bereit, Einbußen hinzunehmen oder Übergriffe hinzunehmen. Und zum Abschluss möchte ich sagen, dass der Staatsterrorismus, die Repression des chilenischen Staates, die es nicht nur in Chile gegeben hat, sondern in ganz Lateinamerika, dazu geführt hat, dass die Politik sehr viel brutaler und militarisierter geworden ist. Und diese Unterdrückung ist nun zu einer politischen Notwendigkeit geworden, um so die Arbeiterklasse zu disziplinieren, die sich jetzt gegen den Neoliberalismus auflehnt. Und über das Militär versucht Chile oder die chilenischen Machthaber zu verhindern, dass die chilenische Gesellschaft sich wieder demokratisiert, dass wir selber entscheiden können über die Fragen, die uns alle betreffen. Diese Möglichkeiten hatten wir 50 Jahre lang nicht, kollektiv zu entscheiden, welches Schicksal wir für unser Land wollen. Und diese soziale Demokratisierung versuchen die Mächtigen zu verhindern, und zwar über einen Machtmissbrauch. Aber das chilenische Volk kämpft dagegen an, unterwirft sich nicht. Wir haben zwar unglaublich viele Probleme, die auch noch nicht gelöst worden sind, wie zum Beispiel auch das Problem der Linken, das den Kampf des Volkes aufnehmen und unterstützen sollte. Trotzdem glauben wir, dass diese chilenische Bewegung nicht untergehen wird und dass wir nicht klein Bein geben werden. Das ist also ein Prozess, der zurzeit abläuft. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Diskussion mit Susan, mit Said und mit Mario über solche globalen Prozesse. Vielen Dank. Für diese Einblicke, die natürlich auch einfach etwas mehr Zeit brauchen, als wir hier haben. Aber dennoch haben wir, glaube ich, jetzt einfach einen guten Überblick und zumindest noch einige Minuten Zeit für die Diskussion. Und ich habe direkt eine Frage, und zwar geht die an Susan, und aber auch vor dem Hintergrund natürlich, was Perina und Zeit gesagt haben. Ich meine, du hast uns die Bilder gezeigt. Wir alle teilen natürlich ja auch den Grundoptimismus, den es darin gibt. Aber wie Perina ja gesagt hat, es handelt sich trotzdem ja um an vielerlei Orten, also sowohl jeweils an den spezifischen Orten als auch in der Zusammenstellung all dieser Orte zu einem großen Ganzen, dann doch um etwas sehr Unbestimmtes. Also Said sagte, jeder kann teilnehmen. Perina sprach davon, es gibt auch eine Stimmung, die alle teilen.
Aber ist es denn wirklich ein Hinweis darauf, dass wir in einem Prozess sind, der auch so etwas wie eine planetarische Revolution denkbar macht? Oder kann es nicht vielleicht doch auch heißen, dass die Leute eben überall aus Unzufriedenheit auf die Straße gehen und dass sie diese Stimmungslage quasi teilen, aber dass doch es vielleicht gar nicht so viele Hinweise darauf gibt, dass sich das wirklich auch tiefer denken lässt und dass es wirklich etwas Verbindendes gibt? Ja, kann man nicht hören. Ich denke, ich sollte das hier ausschalten. Jetzt habe ich ein Echo. Muss ich vielleicht die Kopfhörer abnehmen? Aber dann höre ich euch wieder nicht. Ja, also vielen Dank. Es ist wunderbar, wirklich andere hören zu können. Und auch Saids Anmerkungen waren sehr, sehr berührend. Und da wird einem die eigene Unzulänglichkeit doch sehr, sehr klar. Und auch Pirina, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Chile, weil ich für Allende gearbeitet habe, als ich noch an der Universität war. Also es gibt Verbindungen zwischen den Menschen. Es gibt diese Verbindungen, die sind unvollständig. Die sind Teilstücke, die sind nicht im Mittelpunkt ihres Lebens, so wie es für mich jetzt ist, hier in diesem Raum. Ich bin in diesem Raum und es war so frustrierend, dass ich nicht hören konnte, wie ihr mich hören könnt. Ich fühle mich gewissermaßen wie in einem Käfig hier. Aber ich denke, irgendwie sind wir da bereits angelangt. In mancher Hinsicht schon, denn dieses Forum hat es uns doch ermöglicht, Frustration auszutauschen, über unsere Identitäten zu sprechen. Wir sind nicht in den gleichen Situationen, ganz klar nicht. Aber wir reden ja darüber und uns ist das bewusst und wir wissen, was nicht funktioniert. Und plötzlich war die Pandemie da, plötzlich konnte man nicht mehr tun, was man gestern noch tun konnte, überhaupt nicht mehr. Und das war tragisch und schwierig, aber man merkt doch, oh, Teil meines Gehirns merkt jetzt, ah, so wäre eine echte Revolution. Das Alte ist ganz plötzlich weg. Und man hat so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, dass vielleicht was anderes möglich sein könnte, weil plötzlich die ganze Welt anders war. Und wenn man das dialektisch jetzt vielleicht nochmal wenden würde, sodass es sich eben nicht um eine Pandemie handeln würde. Jemand hat auch schon gesagt, wir müssen uns Bewusstsein, ohne jetzt ein Bewusstsein zu haben, das ist ein Ansatz, aber wir Bewusstsein muss uns, das Alte wird nicht funktionieren, das wissen wir, jetzt müssen wir auf dem Pfad bleiben, ist das Problem der Neoliberalismus vielleicht oder wird der Weg versperrt durch Regierungen, gibt es eine Lösung, ja oder nein, ich sorge mich da ein bisschen mit Blick auf China. Oder auch die Frage der englischen Sprache. Englisch spricht jeder. Oder. Und Koine war beispielsweise ein Begriff im ersten Jahrhundert aus dem Griechischen für gemeinsam. Die Römer mussten Griechisch sprechen, um verstanden zu werden in Syrien seiner Zeit. Also kann man jetzt wirklich Englisch betrachten als dieses Gemeinsame, was man nun mal hat? Muss man sich immer identifizieren mit einem Volk? Naja, natürlich hat das einen Hintergrund, aber vom Hintergrund kommen wir ja nie weg, wenn wir uns immer dem Hintergrund zuwenden. Ich weiß nicht, wie es ist, im Krieg zu leben. Ich weiß nicht, wie es ist, in einem Flüchtlingscamp zu leben. Darauf wollte ich hinaus. Es ist nicht einfach nur hinzuschauen und dann zu wissen. Es ist nicht einfach, sich in die Situation des anderen hineinzudenken. Es ist nahezu unmöglich. Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Das ist wie bei der Übersetzung, das Unübersetzbare. Trotzdem versuchen wir es. Und einfach zu persistieren, auch wenn es unmöglich scheint, das ist auch eine Form der Widerstandsfähigkeit, des Widerstands und des etwas Bejahendes, nicht aufzugeben. Und etwas anderes möchte ich auch noch mal sagen zu etwas, was sich durchzieht hier durch diese Konferenz. Ich werde mich stärker fühlen im Anschluss an diese Veranstaltung. Einer der
Sprecher hat, glaube ich, auch von einem maskulinen Mandat gesprochen und dass dieses nicht funktioniere. Und bei vielen dieser Gespräche kommt das heraus, als es auch um die Dialektik zwischen Sklave und Eigentümer ging, ist er auch darauf eingegangen. Es ging ja auch um diejenigen, die beispielsweise gekocht haben oder die Frauen, die die Entmeister gestillt haben. Bei Frauen wissen wir, Frauen haben auch für Trump gestimmt, statt sich dagegen zu entscheiden. Also die Frau als Kategorie ist jetzt nicht das, was uns weiterhelfen wird. Aber ein gewisses Verständnis dessen, dass von Putin oder über auch andere Diktatoren, alle Diktatoren weltweit, dieses maskuline Mandat, ein Mandat des Gewalts ist. Und der Gewalt zu widerstehen, ist eine schreckliche Entscheidung, die man treffen muss. Aber die Gewalt selbst, das kommt nicht von Männern. Es ist eine Art Wahrnehmung von Stärke, von Souveränität und auch Krieg. Krieg ist ja auch das, worüber wir hier sprechen. Man muss ablehnen. Die Menschen müssen ablehnen. Auch der Widerstand, der bewaffnete Widerstand, da treten die Dilemmata zutage. Wenn das System, gegen das man sich wehrt, Gewalt ist, wie wehrt man sich dagegen? Und noch ein Punkt. Es gibt auch einen Gedanken der Universalität, den ich gerne ansprechen möchte. Und da geht es weg davon zu sagen, ich habe recht, du hast nicht recht und ich will dich jetzt loswerden, weil ich dich auch nicht richtig verstehe. Und das zu ersetzen, wo man sagt, man teilt etwas, man sieht etwas anteilig. Und es gibt kein Gesamtbild. Und darüber sprach ich auch im Zusammenhang mit der Ästhetik. Das funktioniert auch im Film. Wenn im Film nicht kompatible Rahmen oder Bilder montiert werden, wird eine neue Art von sozialem Realismus geprägt. Das ist nicht simplistisch, wo man sagt, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, die Kapitalisten und die anderen. Es gibt immer wieder dieses Bedürfnis, die Überlagerung von dem zu verstehen, was inkompatibel ist, auch bei Praktiken. Und uns das auch zuzugestehen, das geht auch über eine Dialektik hinaus, auch uns zu erlauben, in dieser Pluralität zu leben und trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren oder sich schuldig fühlen zu müssen oder sich machtlos zu fühlen in diesem Kontext. I think I'm true. Ja, ich glaube, das war's. Auf eine bestimmte Art dabei. Aber was denkst du auch mit der Erfahrung nach wirklich jetzt dem 10. Jahr des Bürgerkrieges über die Frage der Hoffnung und wann hat man verloren und wann ist etwas vorbei? Said, kannst du uns hören? Yes, I can hear you, but ja, das kann ich hören, aber ein Problem, das ich hier habe, ist, ich habe es nur auf Deutsch hören können. Ich würde aber gern auf zwei Punkte eingehen. Ich denke, die neue Revolution, die 2005, würde ich sagen, begann im Libanon gegen das syrische Regime, setzt sich bis heute fort. Und daraus haben wir etwas zu lernen, was wir gerne vergessen und woran wir immer erinnern müssen. Das größte Scheitern im letzten Jahrhundert, das wird oft vergessen, das wird auch einige Leute vielleicht erschrecken, ist doch, dass Kommunismus Feminismus ist. Im Grunde müssen wir uns daran erinnern, dass Feminismus nicht geschlechterbasiert ist. Es ist auch nichts, was sexistisch wäre. Wenn ich sage, Kommunismus ist Feminismus, dann geht es mir um die Möglichkeit, alles aufzunehmen, zu
aufzunehmen in einer Bewegung hin zu einer besseren Zukunft. Eine bessere Zukunft kann ich mir nicht vorstellen, ohne die grundlegende Idee besser zu verstehen, was sich ereignet. Um eine Utopie uns vorstellen zu können, müssen wir die Dystopie besser verstehen. Je besser wir die Dystopie verstehen, umso näher gelangen wir Richtung Utopie. Wir müssen die grundlegenden Annahmen, die wir von der Utopie haben, hinter uns lassen. Erst müssen wir die Dystopie verstehen und dann sind wir einen Schritt näher an der Zukunft. Und ein anderer weiterer Punkt. Jedes schlimme Ereignis ist auch immer eine Öffnung hin zu einer neuen Lösung. Und dafür braucht es neue Gedanken. Und deswegen müssen wir auch der neuen Generation unser Gehör noch stärker verleihen und uns mit ihnen austauschen in ihrer Sprache. In ihrer Sprache sind sie so weit weg vom akademischen Diskurs. Der akademische Diskurs war in sich geschlossen so sehr, dass es fast eine Art und Weise geworden ist, dass die Linke wegläuft und sagt, naja, wir können gar nichts machen, was nicht Theorie wäre. Aber Theorie hat doch keinerlei Bedeutung, wenn diese Theorie sich nicht auch stützt auf das, was tatsächlich draußen passiert. Und wir müssen die Sprache der Straße sprechen, wenn wir hier ein größeres Verständnis erreichen wollen. Und deswegen ist diese Graswurzelbewegung und Theorie so wichtig. Und deswegen ist auch die feministische Bewegung so wichtig für das, was sich jetzt ereignet. Das galt auch für den arabischen Frühling im Sudan. Da haben weibliche Figuren die führenden Rollen eingenommen. Und auch in Chile und auch weltweit. Um zu sehen, wie stark die Welt miteinander verbunden ist, müssen wir gar nicht so weit wegschauen. Wir sehen das bei der Pandemie und wie eng alles miteinander verbunden ist. Wir haben uns gerade vor kurzem darüber unterhalten im kleinen Kreis, wie Mate-Tee jetzt nach Syrien gelangt ist und wie das zu einem ganz wichtigen Getränk in Syrien geworden ist. Ja, Prost! Ja, wie diese wichtige Verbindung schon da war, teilweise auch schon vor dem Internet. Aber das Internet hat jetzt noch etwas Neues hervorgebracht. Meine Freunde nennen das praktisch die neue alexandrinische Bibliothek, die auch sehr, sehr fragil ist. Wir müssen das Internet schützen. Wir müssen das schützen, was im Internet passiert. Es gibt sehr viele Bemühungen seitens der globalen Kapitalisten, das Internet zu kontrollieren, so wie sie auch das Fernsehen kontrolliert haben, weil sie zurück wollen zur Gehirnwäsche und weg vom echten Dialog. Und da spreche ich jetzt auch wirklich über den direkten Austausch von Angesicht zu Angesicht. Es ist ganz essentiell, diese feministische Bewegung zu bewahren und an zweiter Stelle das Internet entsprechend zu schützen. Das waren die zwei wichtigen Anmerkungen von meiner Seite. Am liebsten direkt eine Frage an Pirina, nämlich vor allen Dingen in die Richtung. Du hast gesagt, es gibt bei euch auch einen Reifungsprozess und dass die traditionelle Linke bestimmte Sachen nicht hinbekommen hat. Mich würde natürlich interessieren, wie dieser Reifungsprozess aussieht und ob der was zu tun hat, auch mit dem, was Said gefordert hat, also mehr die Sprache der Straße vielleicht auch zu sprechen. Ich würde aber vorher noch kurz Julian fragen, ob er ein oder zwei Fragen aus dem wahrscheinlich explodierenden Chat für uns noch einstreuen möchte. Und dann müssen wir auch eine Abschlussrunde machen. Okay, ja, vielen Dank, Mario. Hier sind in der Tat super viele Fragen gekommen. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt zwei da rausnehmen, und zwar einmal an Said die Frage, hat sich in den Aufständen für die Menschen untereinander geklärt, für was für ein Leben es sich zu kämpfen lohnt? Also was ist über die Ablehnung des Regimes hinaus klar geworden, für was eigentlich gekämpft wird? Und dann an Pierina die Frage, was der Antrieb insbesondere der Frauen ist, sich in Chile dem Staatsterrorismus und dem Machismus entgegenzustellen. Was befähigt diese Menschen ganz konkret zum Widerstand?
Danke, Julian. Dann würde ich vorschlagen, erst Perina, dann Said und dann Susan. Und das sind dann auch leider schon eure Abschiedsworte. Wir haben es uns gedacht, dass die Zeit bei Weitem nicht reicht, aber so ist es dann. Möchtest du, Perina? Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Fragen. Ich würde natürlich extrem gerne noch sehr lange Zeit haben, ausführlich zu diskutieren. Aber die Frage nach der Linken, auch da würde eine detaillierte Antwort sehr lange dauern. Aber ich glaube, in Chile ist ein Prozess abgelaufen, den es auch in anderen Ländern gibt, dass nämlich die linke Mitte, so das traditionelle sozialdemokratische Terrain, das die universellen Menschenrechte, allgemeinen Menschenrechte für alle verankern möchte. Nun, da war es so, dass es nach Pinochet eine Mitte-Links-Koalition gab und dass der Liberalismus, Neoliberalismus unter diesen Mitte-Links-Regierungen eher noch gestärkt wurde, sich tiefer noch verankert hat. Die Privatisierung des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, die ist vorangeschritten, auch in dieser Zeit. Und so hat die Linke ein wenig ihre Berechtigung und ihren Sinn verloren. Und das wirkt sich jetzt aus. Ende der 80er Jahre, als die Pinochet-Diktatur zu Ende ging, da haben über 90% der Chilenen ganz klare politische Vorstellungen und Präferenzen gehabt. Die meisten waren Anhänger von Parteien der Mitte und der Linken. Jetzt hat sich das gedreht. Es gibt sehr viele Menschen, die überhaupt gar keine klare politische Ausrichtung oder Präferenz mehr haben. Und das in einem Land, in dem unter der Hälfte der Wahlberechtigten überhaupt an die Urnen geht. Und diese Ermüdung, diese politische Ermüdung oder diese Abwendung von der Politik, die verwundert auch nicht. Denn die Mitte-Links-Parteien, die ja als Revolutionäre angetreten waren, die die Produktionsmittel verstaatlichen wollten, die hat das alles vergeigt durch ihre Politik dann nach der Diktatur. Und das ist jetzt ein Problem. Es gibt natürlich auch historisch linke Bewegungen, die sich dem Modell nicht angeschlossen haben, aber die auch ein Problem haben, wirklich eine Verbindung herzustellen mit dem realen, echten Chile. Ja. Da gibt es ja auch neue Formen des Konsums, neue Formen des Lebens, sein Leben zu organisieren. Und das ist nicht wirklich vertreten. Und so werden bestimmte extrem prekäre, in prekären Verhältnissen lebenden Arbeitnehmer gar nicht vertreten durch bestimmte Bewegungen oder Parteien. Hier ist einfach ganz viel liegen geblieben, was weder politisch noch philosophisch aufgearbeitet worden ist von der Linken. Also die sogenannte neue Linke ist gar nicht mehr so neu inzwischen, aber da sind viele Themen einfach auch gar nicht aufgearbeitet worden. Auch was Studentenbewegungen angeht. Und die Neue Linke hat die Aufgabe, das neue Chile auch neu zu verstehen, neu zu diskutieren, neu zu analysieren. Der Fortschritt ist immer schwierig und es geht nur schleppend voran, aber es geht darum, eine Linke zu definieren, die tatsächlich sich den Herausforderungen, den aktuellen Herausforderungen und Problemen im Land stellt und auch diesen Problemen gewachsen ist. Das heißt, es kommen verschiedene Kämpfe in einem großen ganzen Projekt zusammen. Wir wissen aktuell nicht, wohin die Reise genau geht. Wir versuchen, das zu organisieren. Verschiedene Kämpfe, beispielsweise den feministischen Kampf, den Kampf für bessere Umweltbedingungen und mehr Umweltschutz und so weiter, in eine große Bewegung einzubinden. Und das ist die Phase, in der wir uns gerade sozusagen in der chilenischen Linken befinden. Jetzt zu der Frage der Frau oder Frauen. Hier haben wir auch Widersprüche.
zwischen dem Versprechen von Freiheit und Gleichheit. Und lange Jahre lang wurde uns ja diese Idee verkauft, also Frauen in die Unis, dann auf den Arbeitsmarkt. Arbeite, damit du nicht von deinem Ehemann abhängst, damit du nicht so wirst wie deine Mutter oder deine Großmutter, die zu Hause ja quasi gefangen waren, im Sinne von, sie hatten kein eigenes Geld, keine eigene Arbeit, unterstanden ihrem Mann. Durch Bildung kommst du voran, kannst dich unabhängig machen und trotzdem gibt es Diskriminierung, schlechtere Bezahlung von Frauen, Missbrauch und auch verrichten Frauen weniger hochwertige Arbeit im Land, also machen einfachere oder schlechter bezahlte Arbeit. Das ist auch Diskriminierung und es gibt auch eine Generationsfrage. Jüngere Frauen, junge Frauen und Mädchen sind viel rebellischer inzwischen, im Gegensatz zu früher, wo Gewalt auch hingenommen wurde. Und jetzt gibt es junge Generationen, die sich auflehnen gegen diese Gewalt gegen Frauen. Also in Chile sind ganz viele Widersprüche, Gegensätzlichkeiten, die jetzt eben auf der Straße und in diesem Protest und in dieser Protestbewegung jetzt auch offensichtlich werden. Da gibt es auch ganz viele Brüche, die die Politik auch herbeiführt. Den Diskurs auf der einen Seite und auf der anderen Seite die reale, täglich zu spürende Diskriminierung. Ja, vielen Dank. Was die Fragen an mich angeht, da kann ich, glaube ich, sagen, was für Chile gilt, gilt für viele. Ein lebenswertes Leben. Das ist das, was die Leute direkt am ersten Tag der Demonstration gerufen haben. Es gibt drei Hauptpunkte, nämlich Freiheit, Würde und Gleichberechtigung. Gleiche Rechte. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Und Gerechtigkeit, da gilt es, ein neues Verständnis davon zu entwickeln, was ist genau Gerechtigkeit, wie können wir ein gerechteres System schaffen, das die Tür dann wiederum öffnet für eine Transformation hin zur neuen Welt. Und diese Transformation gibt es nicht ohne Gerechtigkeit, diese Transformation gibt es nicht ohne Redefreiheit und freie Meinungsäußerung und Dialog im Allgemeinen. Und wir müssen da unsere Herzen auch dafür öffnen, Dinge zu hören, die wir nicht gern hören. Denn es war schmerzhaft beispielsweise zu erleben, wie jeder die Demokratie unterstützt hat, bis dann die Demokratie den Hamas hervorgebracht hat in Palästina. Wie sehr wir die Demokratie unterstützen, solange das irgendwie in Ägypten nicht unbequem wurde. Und Demokratie, das müssen wir verstehen, ist ja keine Aktion, wo unmittelbar sofort etwas passiert, sondern eine lange Transformation. Und wie offen ist man dafür, Gedanken zu hören, die man eigentlich gar nicht hören möchte? Und auch Menschen zu helfen, mit denen man vielleicht nicht übereinstimmt. Dialog bedeutet nicht, sich von vorherigem Gedankengut kontrollieren und bestimmen zu lassen, sondern sich zu öffnen, Verständnis entwickeln für andere. Und deswegen, die drei gleichen Punkte sind immer diese: Freiheit, Gerechtigkeit, gleiche Rechte. Aber ohne diese drei gibt es für keinen eine Zukunft. Das gilt nicht nur für Syrien. Syrien war einfach nur ein ganz klarer Fall dafür, wie das Ganze ins Ungleichgewicht fiel und wie die Welt sozusagen eine Entschuldigung gesucht hat, sich aus ihren Pflichten zu verabschieden. Und jetzt ist der Ton weg, tut der Dolmetscherin leid. Wir müssen leider jetzt hier aufhören. Ich fürchte, wir kommen auch, wenn wir 10 Minuten noch weitermachen würden, nicht wirklich weiter. Wir müssen das irgendwann irgendwie weiterführen und wir gucken, ob wir das schaffen. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für diese Einblicke und für zumindest diesen Aufschlag und auch für das bisschen Optimismus und Hoffnung, was ihr alle und wir vielleicht zusammen versprüht haben. Vielen Dank für eure Teilnahme und jetzt geht's nach einer ganz, ganz minimalen Pause direkt weiter mit dem nächsten Forum. Vielen Dank.